heute ist eure Britta, auch wenn ihr mich vielleicht nicht so ganz erkennt, heute mal in einer Vorlesestunde für euch. Ich habe eine kleine Geschichte für euch vorbereitet. Also sucht euch eine Position, einen Platz, vielleicht in einem Sessel, einen Liegestuhl oder einfach entspannt auf der Couch und schließe deine Augen. Stell dir vor, es ist ein gemütlicher Winterabend. Draußen fallen große, weiße Schneeflocken und alles ist von Schnee bedeckt. Es ist still, weihnachtlich still. Du sitzt gemütlich in einem bequemen Sessel, während im Kamin neben dir ein wärmendes Feuer knistert. Vor dir steht ein wunderbar geschmückter Weihnachtsbaum. An seinen starken Ästen hängen zahlreiche brennende Kerzen. Alle anderen Lichter sind gelöscht. Nur der Schein des flackernden Kaminfeuers und das angenehme Licht der brennenden Kerzen erleuchten den Raum. Es ist angenehm still. Du hörst nur das Knistern des wärmenden Kaminfeuers. Und während du diese Stille genießt, betrachte noch einmal den Baum etwas näher. Er ist wunderbar geschmückt. Kleine, kostbar geschnitzte Figuren aus edlem Holz. Silbern glänzende Sterne, unzählig leicht flackernde Kerzen, bunte Kugeln, in denen sich der sanfte Schein der Kerzen spiegelt. Und es sind ganz besondere Kerzen, Duftkerzen, die nicht nur einen wunderbaren Glanz ausstrahlen, sondern auch weihnachtliche Gerüche im Raum verbreiten. Angenehme Wohlgerüche, weihnachtliche Düfte. Es duftet wundervoll nach Bratäpfeln, Mandeln, Honig, Zimt, nach frischen Tannennadeln. Und mit diesen Gerüchen verbreitet sich auch eine angenehme, weihnachtliche Stimmung im Raum. Vielleicht kannst du es jetzt schon spüren, dieses ganz besondere, weihnachtliche Gefühl. Dieses Gefühl herrlicher Entspannung und Freude. Ein ganz besonderes, herrlich, wohliges Gefühl. Und in dieser Stille des Weihnachtsabends hörst du nur das Knistern des wärmenden Feuers im Kamin. Achtest auf die angenehmen weihnachtlichen Düfte. Du spürst noch mehr diese wunderbar entspannende weihnachtliche Stimmung, die sich auch in dir ausbreitet, die deinen ganzen Körper durchfließt. Ein wunderbar entspanntes Gefühl. Nur das beruhigende Knistern des Kaminfeuers, das sanfte Flackern der Kerzen, der Duft von frischen Tannennadeln, Bratäpfeln und Mandeln, der wunderbar geschmückte Baum.
entspannte, immer mehr entspannte Winterabend. Genieße noch eine Weile. Präge dir dieses angenehme Gefühl ein. Diese weihnachtliche Stimmung. Dann kannst du immer, wenn du es möchtest, dieses wunderbare, angenehme Gefühl wieder und wieder erleben. Wann immer du es möchtest. Bevor du nun langsam, ganz langsam wieder zurückkehrst, deine Fantasiereise beendest, spanne deine Muskeln an, balle deine Hände zu Fäusten und lass sie wieder los. Atme tief ein und wieder aus. Kehre immer mehr Stück für Stück wieder hier ins Jetzt zurück. Und erst, wenn du soweit bist, beende deine Reise und öffne deine Augen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Ganz liebe Grüße von uns allen, deine Britta.